Hallo Leute, herzlich willkommen zum letzten Part News über Lichiu. Ich hoffe mal, es wird der letzte. Wir müssen hier noch einen Starcoin sammeln. Und dafür müssen wir groß sein. Und wir bekommen hier einen Pilz. Und ich schaffe diesen Level eigentlich auch relativ schnell. Aber jetzt habe ich eine kurze Pause gemacht, 2 Minuten. Und da sind wir natürlich jetzt aus dem Lauf raus. Das könnte jetzt nochmal eine halbe Stunde Part werden, je nachdem, wie schnell wir die anderen Level schaffen. Vielleicht mache ich ja auch noch ein Level daran, wenn wir wirklich bei einem Level jetzt eine halbe Stunde brauchen. Aber ich hoffe mal, das passiert nicht. Es ist warm, wie gesagt, falls ihr den letzten Part nicht geguckt haben solltet. Und ich bin scheiße in diesem Game. Und ich habe jetzt vergessen, wie ich das gemacht habe, gerade die ganze Zeit. Ich habe so gut durchgeskillt und jetzt... Ach, jetzt... Mann, ich hätte gleich den Part aufnehmen sollen. Ach, das ärgert mich jetzt schon wieder. Wenn man da oben durchschießen könnte, wäre das natürlich herrlich. Alter, ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg's einfach nicht mehr hin. Ich krieg das einfach nicht mehr hin, Leute. Nö. Das ist so geil gewesen, gerade wie wir gepaced sind, wir gerannt sind und ja, ich weiß aber gar nicht mehr, wann das war. Jetzt, ich glaube, wir sind immer direkt nach der Fahne gerannt. Ne? Nein, eben nicht. Hä, ich kapier's nicht. Wann sind wir denn da verdammt nochmal gerannt? Alter, gleich erste Minute Rage hier. Sie sind nicht direkt hinter der Fahne gerannt, wir sind direkt nachdem wir den Pilz eingesammelt haben gerannt, ne? Zack, und jetzt los. Ah. Sieht doch alles schon viel besser aus. Zack. Hoi, 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 hoi. Dafür haben wir jetzt wirklich schon wieder so lange gebraucht. Na okay, was heißt lange gebraucht? 2 Minuten. Zack, wir haben diesen Level jetzt auch endlich vollständig. Hätten wir auch noch am Ende des anderen Parts eigentlich machen können. Aber dann hätte ich wieder 10.000 Jahre gebraucht, so wie ich mein Glück kenne. So, jetzt geht's in den vorletzten Level. Hui. Superstar Boulevard 7, Lakito, wechsel dich. Nein! Nein! Kein Lakito-Level. Das sehe ich nicht ein. Es sind ja auch noch überall Wolken. Ist das jetzt dein Ernst, dass es hier ein kompletter Lakito-Level ist, wo wir vielleicht irgendwie was... Oh, das kann Jahre dauern. Och nee. Och nee. Okay. Okay, das kann... Der kann jetzt ein Weilchen dauern. 10 Minuten hoffentlich mal nur. Ich hoffe mal, wir kriegen hin. Ich bin ans Mikrofon gestoßen. Sehr gut. Erstes Starcoin. Ich dachte, jetzt hier unten gibt es die zweite. Aber es wäre zu schön gewesen. Ach nein! Ach nein! Das ist ein blöder Level. Er ist wieder nicht schwer, aber... Ist cool gemacht und so, aber... Da kann man dann wieder richtig schön ausrasten, weil man failt. Und das weiß man von Anfang an, dass man hier failen wird. Zack, erstes Starcoin. Jetzt muss ich meine Wolke hier üben. Ich würde schon sagen, wenn ich jetzt in die nicht reinkomme. Erstes Starcoin. Zweite, meine ich natürlich. Hier noch auf den drauf springen. Hä? Ach nein. Das ist dann hoffentlich der letzte Abschnitt zur dritten Starcoin. Das wäre ganz cool.
Lakito, wechsel dich. Achso, wenn man da immer den Lakito wechseln muss, beziehungsweise Lakito töten muss und die Wolke wechseln muss. Ah, deswegen Lakito wechsel dich. Ja, ich verstehe. Erstes Darkcoin ist eigentlich voll billig. Zack. Man kann, die Frage ist, ob man das auch durchpacen. Einfach immer nur die Wolke treffen und dann... Zack. War an sich nicht schwer, der Level. Ach, mir war das so klar, dass man jetzt hier noch den Lakito wechseln musste beim Schluss. Ja, der Level geht voll klar. Der letzte wird dann bestimmt nochmal ein Hardcore-Diss. Komm, mein Ziel ist es jetzt, diesen Level zu schaffen. Weil er ist nicht wirklich schwer. Er tut nur so, er tut nur so. Aber in Wahrheit ist der Level sehr einfach. Er tut nur einen auf schwer. Nein! Das ist... mein Pech. Och, Mann. Das ist so... das ist so ein Pech. Das ist so typisch mein Pech. Ich hab nur so ein Pech, ne? Immer hab ich so ein Pech. Zack, hier, erstes Starcoin. Gib's mir, bitte. Ich weiß, ein wenig pervers, aber egal. Der zweite Lakito nervt mich eigentlich am meisten. Um ehrlich zu sein. Der Rest nervt mich eigentlich gar nicht. Einfach nur leichte Sprünge, die hier ein bisschen getimed sind. Jetzt haben wir keine Feuerblume, das ist natürlich nicht so geil, aber... wie soll man denn auf diesen Wichser drauf springen? Mann, so ein leichter Level und jetzt verkacke ich die letzte Übergabe. Ach, das ist mies. Das ist einfach nur mies. 50 Leben noch, ja, die Hälfte. Das ist mies. Die letzte Übergabe ist einfach nur scheiße. Der Rest vom Level ist wieder übelst einfach und das zieht sich halt wieder, weil wir alle Starcoins einsetzen müssen und ständig den Lakito wechseln müssen. Zack, Wolke 2. Ich wollte sagen, kommt da kein Heuer mehr? Welcher dezent ausgerastet. Kann man hier nicht Arschbombe machen? Ey Leute, das ist mir echt unrealistisch, wie man den Lakito wechseln soll. Ich gucke im Internet mal nach, wie man das macht. Bye bye. Ja gut, Leute. Schön, dass ich mir jetzt ein Video angeguckt habe, wie man die Starcoins einsammelt, aber wo er nicht den Lakito wechselt. Aber Lakito wechselt dich! Und ich weiß, dass es ja übrigens noch einen 9. Level gibt. Wegen neuen Welten, weil das hier die 9. Welt ist und so. Und die schalten wir dann auch noch frei und der wird ganz hart und deswegen gibt es wahrscheinlich noch ein paar mehr. Daran habe ich gar nicht gedacht, beziehungsweise habe ich wieder vergessen. Und ich bin aggressiv auf diesen räudigen Lakito, weil der mich einfach nur noch nervt. Och Mann. Ist das ein Scheißding, dieser Lakito. Dieses Lakito-Vieh, ey. Schön finde ich, dass man diesen Leben dieser Level noch mit der Mario-Steuerung spielen kann. Das haben sie gut gemacht.
Zack hier. Erstes Tag und gesnackt. Würde ich schon sagen, Stern ist schon hier. So. Weiter geht's. Oh! Alter, hat er mich erschrocken. Wie wär's, wenn wir einfach mal so ein Item einsetzen? Ach, scheiße, das brauchen wir wegen dem Runterschießen. Ach, Mann! Wie soll man diesen räudigen scheiß Lakito wechseln? Es ist zum Mäusemelken. Mann. Übelst das alte Sprichwort rausgehauen hier. Die Weisheiten mit Lakito, es ist zum Mäusemelken. Ja! Genau! Als ob... Cloud, White Clouds, kennt ihr den Song White Cloud von DVBBS? Beziehungsweise Dubs, dieser Song ist eigentlich ganz schön. Ist ein Electronic Song, deswegen werden ihn jetzt wahrscheinlich nicht so viele kennen. Oh fuck, oh fuck. Ich könnte ja mal eine Arschbombe probieren. Nein, aber das war nicht schlecht. Die Frage ist, ob die Wolke dann kaputt geht. Hey, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die Wolke dann kaputt geht. Wir werden mal gucken. Ich werde es nochmal mit der Arschbombe probieren. Kleiner misset ihr, diese kleine Missgeburt. Yo, wahrscheinlich, oder? Hier hätte ich das jetzt mal eigentlich ausprobieren können, aber ich probiere es gleich später nochmal aus. Ich glaube, bei einer Arschbombe geht die Wolke halt auch kaputt, aber ich weiß es nicht. An sich. Jetzt Beeilung. Ich kann ihn doch nicht mal treffen. Was ist das für eine unlogische Scheiße? Was? Wie bitte? Hölle! Was geht hier ab? Hi-ha-höl. Was? 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 Erstes Darkon. Vor allem... Was ist denn das für eine Dreckskacke? Ja, ja. Ja! Es war so klar, dass wir so schlecht sind. Wir haben nichts drauf. Warum sollten wir es drauf haben? Nein. Nee, die geht nicht kaputt bei einer Arschbombe. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt war, weil wir vorher angehalten haben. Ich hoffe einfach mal nicht. Aber ich muss die Arschbombe halt richtig gut timen. Und das ist halt das Problem. Weil im Time bin ich nicht der beste Profi. Das wissen wir alle. Und der Rest ist eigentlich voll einfach. Wie soll man denn auf diese Missgeburt draufspringen? Das ist einfach nur eine Missgeburt. So eine Missgeburt. So eine Missgeburt, Alter. Ist das ein hässliches Vieh? Ich probiere es noch ein paar Minuten und dann gehe ich mich einliefern in den Knast. Ey. Wie war das immer? Ein schöner Level und ein leichter. Der Level ist leicht. Aber die eine Stelle ist nicht leicht, beziehungsweise sie ist leicht, aber ich bin zu dumm, sie zu checken. Und die Starcoins sind einfach so scheiße, versteckt, so billig versteckt, dass
es nicht mal beschreiben kann. Ich finde dafür nicht mal Worte. Allgemein ist der ganze Level so scheiße. Schlecht, dass ich ihn nicht mal beschreiben kann. Außer, dass ich jetzt hier eine Arschbombe machen werde und das nochmal spielen werde. Wieso kann ich ihn nicht treffen? Das ist so unrealistisch. Das ist ein das ist doch... Das ist doch ein Unding. Das ist ein Unding. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich hab ihn getroffen. Verarsch mich doch. Scheißspiel. Das kapier ich nicht. Kapier ich nicht. Inkscope, kennt ihr Inkscope, die... Zack hier und... Zack hier und... Zack hier und... Zack hier. Yo, yo. So eine kleine Schlange. Okay. Konzentration. Ja, egal. Ping auch so hinten. Was ist denn das für ein Vieh, Alter? Was ist denn das für ein Vieh? Vielleicht muss ich einfach mal die Mario-Steuerung nehmen, aber die bringt mir ja auch nicht viel, ne? Was bringt mir die Mario-Steuerung? Vielleicht fliege ich da gleich auf ihn drauf, aber... Ja, gut. Jetzt muss ich mich erstmal übelst an die Mario-Steuerung gewöhnen. Luigi mit der Mario-Steuerung ist auch nicht so geil. Jo. Das war's vielleicht mal schon wieder. Zweites Mal würde ich mich eigentlich ungern treffen lassen. Immer so ein Millimeter. Das ist ein Millimeter. Das ist ein Millimeter. Ich schaffe nicht mal ein Level in diesem Part, weil so ein Reuden-Lakito sich denkt, es ist ein Millimeter. Wenn ich normal springe, schaffe ich das aber auch nicht. Glaube ich. Weiß ich nicht. Denke ich. Weiß ich. Will ich nicht wissen. Finde ich scheiße und was auch immer. Denkt euch eure eigenen Kommentare. Bin ich jetzt in der neuen Wolke? Natürlich nicht! Ficken Arsch, Alter! Das ist doch unlogisch. Ich hab dieses Starcode schon alle. Ich muss nur noch den Level beenden. Und ich wackel mit meinem Headset. Weil es mir am Arsch vorbeigeht. Wenn nicht, dann mache ich den Level im nächsten Part. Haben wir in diesem Part sagen geschafft und null Level geschafft. Ich habe auch fast gar keinen Ton mehr auf meinem rechten Kopfhörer. Und ob das normal ist oder ob ich sie nicht richtig eingesteckt habe, ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen. So. Ich glaube, ich habe sie nicht richtig eingestellt. Also, ich will das hoffen. Was ist denn das für eine Schlange, dieser Lakito-Hurensohn? Meine Fresse! Ist das ein Stück Scheiße, dieser Hund? Alter! Alter, ist das ein kleiner Weichser. Komm, jetzt habe ich das Gefühl, wir schaffen das mal. Nee, so natürlich nicht. Jo. Hey, drittes Darkcoin, komm. Kriegen wir. Und jetzt einfach mal hier Sekunde länger.
Ja! Ich hab gesagt, wir kriegen das jetzt. Jetzt hier noch schnell durch. Und dann hoffen, dass es die Wolke hält. Ja. Alter, da hat man ja nicht... Oh, Leute, wir haben wenigstens ein Level in diesem Part geschafft. Wir haben den Level beendet. Die nächsten zwei Level spiele ich dann im nächsten Part. Es werden also doch noch Parts kommen. Ich habe vor allem noch gesagt, hier ist es vielleicht der letzte Part. Ja, gut. Tothaus noch. Müssen wir jetzt noch für die Vollständigkeit halber spielen. Für die Vollständigkeit halber spielen. Bla, auch nee, das ist wieder das Langweilige. Ja, das mag ich ja nicht. Und ich bin auch müde, denke ich mal, ich werde es verkacken. Vielleicht ein Item mitnehmen von denen. Ich glaube, erstens und drittens. Ach, scheiße, man muss gleich als erstes... Ach, Mann. Ich hätte wenigstens wieder mal einen Pinguin bekommen. Wie schade, so ein Pech aber auch, sagt der Totter. Ja gut, ich würde sagen, danke fürs Angucken. Schalt auch bei dem nächsten Part ein. Vielleicht ist das schon der letzte, wenn der Level hier einfach ist. Oder bei der vorletzte halt. Je nachdem, haut rein, Leute. Bis dann und ciao.